So, die knacken wir jetzt mal. Krass, wir haben einfach Mandeln direkt vom Baum gegessen. Ja. Es ist einfach, vegan zu leben. Genau. Hey, ist so cool hier bei der Coco und beim Eike auf der Finca. Da wachsen so viel coole Sachen und wir gehen jetzt, wenn wir nachher noch ein Rezept machen hier kochen in der Outdoor-Küche, holen wir direkt vom Baum einen Granatapfel. Ich habe das selber noch nie gesehen. Wo? Ja, da? Ja, krass. Rosmarin ist übrigens sehr, sehr gut, wenn man dran riecht, für das Gedächtnis. Ja. So. Riech mal gerne mal dran. Wow. Hier da unten auch nochmal eine riesige. Also schau mal. Guck mal, hier hinten die grüne Paprika. Ich liebe diesen Baum, aber die ist so ein bisschen eigen mit ihren Feigen. Ist doch wunderschön, wenn man alles so in seinem eigenen Garten anpflanzen kann, als wenn man natürlich die Möglichkeit dazu hat und die Größe auch, wenn man hier so einen riesen Garten bepflanzen kann und einfach aus dem Garten auch leben kann. Das ist so schön und das ist auch so, ich glaube, einfach so wertschätzend dem Lebensmittel gegenüber. So sehen Mandeln aus, wenn sie noch am Baum hängen. So, wer mag die erste Mandel? Hier. Ja. Danke. Und? Hammer. Ein Pfefferbaum. Also der ist ein ganz milder, so ein roter Pfeffer, ein ganz milder. Online-Seminar gehen wir jetzt gerade einkaufen. Ja, die Kuck und ich, wir waren jetzt mal einkaufen hier im Dorf. Das ist total schön, das ist direkt am Hafen. Da gibt die Kuck heute Abend auch noch einen Yoga-Kurs, da wird die dann auch noch mitgehen. Und es war ein richtig süßer, toller Bioladen. Sie isst hier auch gerade einen Happy Coco-Joghurt. Schmeckt auch richtig gut. Ja, und jetzt kochen wir noch unser Online-Seminar. Dieses Curry. Bin bereit. Wir machen mit euch jetzt ein leckeres Linsencurry. Ich zeige euch jetzt einfach so Step by Step, wie man das alles herrichtet und schneidet auch. Und lecker. Und zudem haben wir bei den Linsen ganz, ganz viel Eiweiß enthalten. Wir haben jetzt richtig lecker gekocht und gefilmt da hinten und essen jetzt. Ja, dieser Tag, dieser Vlog ist nun vorbei für euch, aber morgen geht's weiter. Also bleibt dran im dritten Teil von Lu kocht in Mallorca.